Und damit herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption. Und wir sind hier immer noch bei der guten Witwe Charlotte, ne, vom letzten Mal, der wir das Jagen beigebracht haben, so ein bisschen und so. Und sie meint ja, wir sollen uns wieder blicken lassen, aber da es jetzt gerade erst passiert ist, denke ich mal, wir können noch nichts machen. So, dann werde ich mal gucken. Ich würde jetzt fast behaupten, ich würde einfach runtergehen. So, Sadie, was ist denn hier jetzt schon wieder? Wieso? Ah, okay. Ja, okay. Ja, das können wir auch mal machen. Mal gucken, ob die auch wirklich wieder abgehauen sind jetzt. Ich habe ja nicht umsonst da Geld bezahlt, oder? So. Mein Pferd müsste hier auch gleich irgendwo auftauchen. Ja, da hinten, alles klar. YouTube. Vielleicht muss ich mich ja wieder prügeln. Muss ich mal sehen, ey. Ja. Ah, hier liegen noch die Wölfe. Darum kümmere ich mich jetzt aber mal nicht. Was ist das? Himmelarsch. Okay. Wohl die kleinen Rehe und so, aber hier hatte ich jetzt auch noch nicht gesehen. Okay. Ah, gut. Ich glaube, das werde ich mal in Anspruch nehmen, den nächsten mal den ganzen Tag lang rumjagen und so. Aber erstmal will ich jetzt hier gucken, ob die jetzt wirklich abgehauen ist oder nicht. Ich habe denen ja Geld gegeben. Mal sehen. So eine Lampe am Kopf. Okay. Er hat wohl alle Lampen am Helm hier. Okay, dann bin ich jetzt einmal gespannt. Vorsicht ist Porzellankiste und so, ne? Wieso komme ich da nicht rein? Was ist hier los? Hast du ja schon zufällig eine Zeitung, die ich nicht habe? Anscheinend nicht. Okay. Right here, Ansberg. Mr. Morgan. You still here, kid? Yes. Mama. Mama can't leave. Won't leave. I don't know. I said I had the money. She said your money weren't moral. She said it'd be better to die than to take it. Maybe she's right. I don't know. I don't know anything about morals. She's still heading out. Working, you know? I'm sorry, son. Sorry about all of this. She ain't been back for a few hours. She left with some fellow down the railway tracks. I did not like the look of him. Which way, you say? That way. Around the woods, towards Willard's Rest. I'll see what I can do. Okay. Also ist die Gute jetzt doch wieder arbeiten und so. Im horizontalen Gewerbe. Und ist sich zu fein, mein Geld anzunehmen. Okay, verstehe ich auch irgendwo, weil ich habe ihren Mann ja erschossen. Aber gut. Da war wieder Herr Strauß schuld, ne? Aber das Thema hatten wir jetzt ja. Okay. So. Versuche ja gerade meine Fehler auszubügeln. Jetzt bleibt auch locker hier.
Yellowig. Das heißt. Okay, ich habe noch die dabei, ist sehr gut. Suche an der Brücke nach einer Spur, okay. Kopfschmerzen? Gut. Hoffe. Ach so, da lang, okay. Echt dunkel. Oh, habe ich jetzt hinten? Nee, noch nicht. Okay. Could do what he likes out here. I guess. You think I'm a nice man, dearie? A kind man? Sure. I ain't always nice. Sometimes I can be real nasty. Oh, God. Oh. That's enough now, partner. Oh, you're starting to scare me, let alone the poor woman. Clear off! Who are you? Someone who don't want to hear no more of your nasty mouth. Push me. I'll put a bullet in you. I presume Archie sent you? I said clear off before I deal with you. I'll see you again, dearie. Listen. Listen to me. Excuse me. You sound like my husband. I know. Listen, I'm sorry. I'm sorry for what happened. I was a fool. And I'm suffering for my foolishness. But don't go and get yourself killed because of your pride. You have a son, Mrs. Downs. I'm just so ashamed. Ashamed? Of what? You loved him? You did everything for him? Let's get you home. All right. Let's go. Okay. Kommt sie jetzt auch mit? Ja, sehr gut. Dann bringen wir sie mal nach Hause. Okay. Dann hoffen wir mal, dass der Typ dann doch nicht sie wieder sieht. War schon ein bisschen creepy gerade, ey. Junge, Junge. I'm sorry it had to come to this. Stop saying sorry. Sorry won't bring Thomas back. I know. So you're sick now too? And you think that affords you the opportunity for penance for cutting his time short? No. I ain't looking for that. Okay then.
So just forget about me and the guilt you're carrying, because no good can come of that for either of us. And all you can do now is decide the man you want to be for the time you have left. Help someone who can still be helped. Or help yourself. I suppose you're right. Oh, hang yourself for all I care. You're right to dislike me. I ain't looking for that to change. Die Musik ist auch schön. Schön beruhigend eigentlich. Just up ahead. Well then. I guess that's that. Mama! Mama! Get out of here. Go. Live someplace else. Start over. Here. Take this. I don't need it no more. I don't want your money. Yeah, I know you don't want it. I don't. You sure as shit need it. Take it. No. I ain't looking for forgiveness. It ain't about that. But don't forgive me. Just take the money and get out of here. Please. I know I ruined your life. I suffer for it every day. But don't let yourself get killed for pride. I've seen it kill too many folk. Don't say anything. Don't thank me. Just take the money and pack your bags. That's all I gotta say. Thank you, Mr. Morgan. I said don't thank me. Get out of here. Please. Also, ja. Ne? Ich werde hier andauernd mein Geld los, also irgendwas. Ich verstehe das ja auf einer Seite, aber wenn man jetzt auf Geld aus ist, dann ist das gerade total dämlich. Aber ja gut. Ne? Aber immerhin ein paar gute Taten, ne? Ich hoffe jetzt auch, dass die das machen und abhauen. Wäre scheiße, wenn das jetzt alles umsonst gewesen wäre, ey. Ja, siehst du, sogar jetzt stimmt mir zu. Gut. Okay, so, ich sehe da wieder was auf der Karte, ne? Was ist hier los? Ja, mal gucken, wir haben hier was neu, okay, was ist denn? Obedaya? Ach du Heilige, oh nein! Das ist doch das, was ich im ersten Video gemacht hatte, wo ich dann die Prügelei hatte und dann die auf einmal die Waffen gezogen haben und so, ne? Super! Okay, da gehe ich jetzt hin. Ne, ich werde dann schnell überspringen und so, wie immer. Und dann sehen wir uns gleich wieder. We got that cousin killing some bitch. Take him! That's the one! Do that! I'm a monster here! Look around! Was ist denn los bei denen? Leute, Leute, Leute. Ich müsste da aber hin eigentlich. Sag mal. Kann das wohl gut sein, dass die hier wohnen, Alter? Oh Mann, ja ehrlich. Okay, wie soll ich denn hier eine Aufgabe machen, wenn hier alle auf mich sauer sind? Das ist natürlich jetzt ein bisschen sehr drastisch und behindert.
Die verfolgen wir immer noch. Okay. So, wie sieht's mit Munition aus? Damit auch. Das ist gut. Nehmen wir die. So. Hör mal. Hab ich den nicht, oder was? Gibt's doch nicht so was. Ich möchte nur die Aufgabe erledigen, das geht ja wohl, ne? Was ist denn los bei denen? So. Haben wir jetzt Ruhe, wie ich das sehe. Von hierher. Bitte. Wäre so nett. Musste ich tatsächlich welche töten, damit ich die Aufgabe annehmen kann, oder wie sehe ich das? Das wollte ich gar nicht. Wir sind ja gerade auf diesem Selbstfinder-Trip und so. Andere Leute helfen und so weiter. Weil es mir ja sowieso nicht so besonders geht, ne? Naja, gut. Wenn die das meinen, hier mich anmachen zu müssen, ich lasse mich ja auch nicht abballern und so. Was soll denn das? Ich hatte eigentlich friedliche Absichten. Ah, ich glaube echt, dass die sich das dann merken. Wenn man den aufs Maul haut, ne? Wie ich das vom ersten Mal hatte. Also, ja. Aber jetzt ist die Ruhe im Karton. Ist doch recht gut. Liegt denn da schon wieder? Okay, die beiden sitzen da wieder, alles klar. Werde ich mal mit denen reden. Ich will jetzt hoffen, dass hier das nicht wieder ausartet, hey. Aber diesmal lasse ich mich nicht provozieren, alles gut. Hey, folks. You, Mr. Eight, the sharpest knife in the draw. Get on out here. Just minding my own business. You best famous right now. Oh, don't mind me. This is you. Alter, was ist denn los mit dem? You going out here in a pine box? Is this what you want? Aua, ja toll. Ja toll. Jetzt hört doch auf, was ist da los bei euch? Also mal ehrlich, was ist das denn? Also ich wollte das jetzt entschärfen. Zweimal, hat man ja gesehen, ne? Und dann kommt er mit dem Messer und der dann mit Knarren. Also bitte. Irgendwie, die haben keine Ehre an sich, die Leute. Was ist da los da? Da geht doch nicht. Okay, also ich glaube, die Aufgabe, die wird wohl sehr schwer zu handeln sein. Solange ich dann noch mit denen ich auf gut Fuß bin, ne? Ich weiß nicht genau, wie ich das jetzt regeln soll. Ich glaube, ich habe die Aufgabe halt immer noch, ne? Nö. Aber ich hatte doch eine Aufgabe. Aber die hat sich jetzt wohl hinfällig erledigt halt, weil ich ja halt den Stress hatte jetzt, ne? Gehe ich mal von aus. Dann würde ich jetzt sagen, mache ich entweder das mit dem Zirkus oder ich gehe endlich mal nach Sadie Adler.
Aber das, ja, ich mache das so. Wir werden jetzt dahin reisen. Sehen, was passiert auf dem Weg. Und wenn ich dann angekommen bin, werden wir sehen. Okay. So, wo ist mein Pferd da? Alles klar. Zu gut? So ein bisschen gestriegelt werden, wa? Und du ja eigentlich gut aussiehst. So, ja, hier kriegst du was zu essen und dann gehen wir weiter. So sieht's aus. Okay. Ich will auch noch was essen. Vielleicht muss ich noch mehr essen. Ja, anscheinend muss ich noch mal essen. Nanu. Nanu. Ja, nun, nimm die Bohnen hier. Dankeschön. Du bist krank. Solange du krank bist, erhältst du nur Vorteile von begrenzten Anzahl an Nahrung und so. Okay. Ja, ne, das ist das, was ich meinte, wo ich die Zigarette geraucht habe. Da war das ja auch. Das ist halt, weil mein Charakter gerade krank ist, dann. Ja. Okay. So. Warum habe ich denn die hier drin? Was denn? So. Dann wollen wir mal sehen, ob ich jetzt heile da ankomme. Oder ob da wieder irgendwas passiert hier. Bin gespannt. Passiert ja meist immer was, ne? Möchte den John gerne aus dem Gefängnis retten. Irgendwie, ich kann in die Zukunft sehen, glaube ich. Was ist denn los hier? Ach. Was ist das? Nee. Hallo. Meine Waffe wieder haben, ist das denn hier? So. Also jetzt, also ehrlich mal, warum ist das so? So, ich plündere jetzt einfach. Weil ich habe meinen Ruf ja voll. Warum soll ich denn noch weitere Feuer kriegen? Also das geht ja gar nicht. So, dann, ne? Erstmal ein gutes Geld wieder reinholen, damit ich das wieder weiter verschenken kann und so. Läuft. So, habt ihr hier noch was zu essen oder was? Was ist das hier? Was denn? Früh beruht, ach, beruht. Ach so, jetzt hebe ich ihn auf. Mann. Nee, wollte ich ja gar nicht. Ich habe gerade schon gewundert. Okay. Naja, alles gut. So, kochen. Ja, genau. Ich kann mal ein bisschen Fleisch kochen. Warum nicht? Kann mal froh sein, dass die nicht lang genug am Feuer liegen und würde ich die kochen. Okay. Nee, will ich nicht. Okay. Ah, okay. Puh. Okay, kann ich vielleicht Kaffee?
Nochmal Kaffee, bitte. So, anscheinend Kaffee geht. Okay, naja, nee, aber dem geht's überhaupt nicht gut. Brauche ich da nichts mehr machen. Okay, dann will ich nur noch das zu Ende bringen. Wird das ja nichts. Was macht er denn da jetzt? Ich hab auf. Hallo? Ich hab nicht gedruckt, dass er hier Kaffee trinken soll. So, weggehen, das hatte ich gedrückt. So, danke. So, was ist das denn? Achso, Dosenfutter. Ja, Dosenfutter ist gut. Nehme ich mit. Tee. Okay, so, dann sind wir wieder auf dem Weg. Sehr gut. Aber dazu irgendwas passiert, ne? Das war mir irgendwie klar. Entweder irgendeiner kommt da an, der Hilfe braucht, oder irgendeiner kommt da an und will dich wegnatzen und so. Es läuft. Das ist ganz übel, wenn du Kopfgeld hast, ey. Dann noch wieder Ecke Kopfgeldjäger, ey. Aber na gut, ne? Ist nun mal so. So, ja, ne, dann haben wir es jetzt ja gesehen, dass ich bin ja angekommen, jetzt endlich mal am Ziel von Sadie Adler. Und das werden wir aber in der nächsten Folge machen. Also, ich habe jetzt vor, das ein bisschen durchgehend zu machen. So. Auf jeden Fall will ich die Story verfolgen und die nehme ich jetzt auf jeden Fall noch auf. Finde ich ganz gut. Und würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid in der nächsten Folge. Habt nochmal vielen Dank, dass ihr jetzt dabei wart. Und ja, ne, habt einen wunderschönen Tag. Liebe Grüße. Ihr wisst Bescheid. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Yeah, I'm missing crash, oh.